Tja, und da wäre die nächste Figur nach der Release-Liste zu urteilen, müsste es eigentlich die Cloud Limit sein. Und die ist meiner Meinung nach noch recht grenzwertig. Aber von Release-Termin her müsste die sein. Und nein, ich kriege dann keine Mail, welche ist, welche ich schon länger bezahlt habe. Und dann kommt nur die Meldung, ihr Paket ist bald da und du weißt gar nicht was. Das ist eh so ein Square-Enix-Problem, was das Support-Technische angeht. Aber mach was dran, ne? Im Prinzip, wenn man mehrere Sachen vorbestellt hat und bezahlt hat, weißt du gar nicht, was kommt, wenn die Meldung kommt, was geliefert wird. Aber ja. Oder nein? Ja, nein. Hallo? Boah, Alter. Leck mich am Arsch, ey. Die haben für die Figur, für die Limit-Version, keinen separaten Karton gemacht. Ja. Und ja, ist original Square Enix, ich bestelle die Figur nur im Square Enix Store. Und hier hinten, hier unten so das Dingensbummens drauf. Und dort oben in der Ecke, wenn ich mir die Augen aufgemacht hätte, steht doch Event Limited Version. Hier oben, Event Limited Version. Ah, trotzdem, das Bild hat jetzt echt irritiert, weil das hier der normale Schwert ist. Auch auf der Rückansicht. Aber hier ist das andere Schwert drin. Und das ist eigentlich hier geht. Und das ist der traurige Gag an der Sache. Weil Limit-Figur hin oder her. Mit diesem Cloud im Vergleich zu der anderen neuen Version ist nur das Schwert anders. Nur das Schwert. Und im Prinzip, gerade so als Sammler, mag das ja ganz gut sein. Aber ich sage jetzt mal ganz einfach, wie es ist. Wer da hockt und sich denkt, boah, ich will den Cloud haben, einfach mal mit beiden Schwertern, der hat ein Problem. Der muss wirklich halt auch beide kaufen, wie ich das jetzt halt auch gemacht habe. Oder sich für einen von beiden entscheiden. Und man muss ja auch dazu sagen, dass die neue, die Version 2 Version, das normale Standardschwert, ja auch nochmal verändert ist, ne? Im Gegensatz zu der alten Version, die damals erschienen ist. Und da muss man sich wirklich fragen, muss das sein, dass du für ein Schwert nochmal einen Figurenpreis bezahlst. Gut, okay, du hast die Figur dabei, ja, schön und gut, aber im Prinzip hast du die doppelt. Jetzt könnte man natürlich sagen, man verkauft die Figur bei eBay ohne Waffe, aber wer kauft das dann? Höchstens als Ersatzteillage, wenn irgendeine Hand oder irgendein Gelenk abgebrochen ist oder so, dann bezahlt keiner den Preis dafür, was normalerweise gekostet hat. Ne? Da sehe ich echt ein Problem drin bei diesen Aktionen. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht jedes Mal vor. So schön und so groß wie das Schwert ist, dafür nochmal, man hätte auch ein Waffenpaket machen können, was sie auch schon mal gemacht haben. Da hätte man halt von mir aus mit drei Waffen den Preis verlangt oder mit vier. Aber dem ist hier nicht so. Und ja, wie gesagt, so als Sammler ist das eine Sache, aber für denjenigen, der einfach mal eine Cloud-Figur haben will, ist das natürlich blöd. Es war halt Limit und Pipapo und hast du nicht gesehen, gell? Aber wie gesagt, ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich von der Aktion da halten soll, gell? Ich hab's jetzt gekauft, okay, gell, aber weil ich da eh ein bisschen gestört bin, was das angeht. Aber generell ist das jetzt nicht unbedingt so der geilste Zug, ne? Ich meine, das hast du auch bei dem Bringarzt. Aber da hast du dann
die normale Waffe dabei halt irgendwas anderes mehr, ein Kopf mehr oder so, aber nicht gleich eine komplette Waffe und dann ohne die andere, ne? Ich meine, hier hätten sie auch sagen können, gut, dann machen wir halt beide Waffen rein. Wäre mit Sicherheit auch irgendwie gegangen. Aber dennoch, dieses Schwert hier, das hier geht in dieser Edition, ist größer, als ich gedacht habe. Aber ich finde, das ist wirklich gut gemacht. Sieht man das jetzt gut? Wie gesagt, ich bin mir hier noch nicht ganz sicher mit dem Handy, was der Fokus angeht. Ob das jetzt ist besser. Also wenn bei der Ventus-Figur nicht so geil war, das Bild, dann sorry, ich muss hier noch ein bisschen mit rumspielen. Aber das hier ist das neue Schwert. Das heißt, das neue Schwert hat dieses Schwert halt. Theoretisch, wenn man kleine Kügelchen hat, könnte man da noch Substanzen drin machen. Ja, ansonsten ist der Cloud wie vom letzten Mal und ja, und ich weiß, es gibt da so eine Firma, die irgendwie von Hand oder was weiß ich, oder auf jeden Fall nicht industriell genug machen, aber trotzdem sehr hochwertig und die kosten auch ein Stangengeld. Ich glaube, da kostet das Schwert zum Beispiel auch 50 Euro und da hast du auch noch keinen Versand dabei. Und die sind noch gut und gefallen mir auch. Ich habe auch schon überlegt, da die ein, weil ich glaube, die haben einen kompletten Waffensets aus dem Remake nachgebaut. Aber das ist mir auch zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich muss die Kamera wieder hoch machen, aber jetzt muss ich es doch einstellen. Ist halt wie gesagt, 1 zu 1 der Cloud jetzt das letzte Mal. Vielleicht sind hier die Händchen ein bisschen anders oder was, aber bezweifle ich auch. So, dann haben wir hier auch nochmal ein Händchen. Hier bei ihm muss man dann auch ein bisschen aufpassen, da muss man hier hinten das Ding rausziehen. Wenn das rauskäme, ja doch, ein bisschen drehen, dann geht's. Aufpassen, ist klein. Kann wieder durch die Gegend fliegen. Gucken wir mal, wie das Schwert hier reingeht. In die Hand. Wie gut oder wie schlecht. Wie immer, lieber reindrehen statt reindrücken. Ist einfach die sicherste Methode. Und wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der hier sagt, was soll die Scheiße? Dieselbe Cloud nochmal, nur ein anderes Schwert halt. Also alles, was man so sagen könnte dazu, kann ich absolut nachvollziehen. Weil nicht jeder hat da Bock, da für eine dieselbe Figur nur wegen dem Schwert da im Endeffekt das Doppelte zu zahlen. Weil die halt auch bei den Bringarts anders geht, ne? Wie gesagt, und hier muss man echt wieder aufpassen, dass hier dreht man die Hand besser einfach nur so langsam rein. Gerade wegen dem Stab hier, wegen dem Griff. Und das ist eine langwierige Aktion. Weil ich jetzt auch mal pausieren werde. So, das Händchen ist dran. Ich finde es halt immer besser, wenn man erst die Hände dran macht. Dann hat man da weniger Ärger. Auch mit der Figur selbst. Dann muss man da nicht so aufpassen. Machen wir die noch dran. Das ist aber auch ein Säbel, ey. Das ist schon fast größer als ein Standardschwert. Es wird natürlich cool, wenn man die Hand auch problemlos dran kriegen wird. Das ist auch immer so ein Akt der Verzweiflung. Muss ich auch nochmal pausieren. So. Jetzt musste ich das machen, weil ich schon sehr lange nicht mehr bei der Figur machen musste. Ich musste das Innere von der Hand, wo der Stöpsel rinkommt, ganz leicht ein bisschen was wegkratzen, weil es unmöglich war, die Hand darin zu machen. Also, da muss ich sagen, also gerade bei so einer Limit-Version, das kriege ich eh nichts. Toleranzen schön und gut, aber hier wurde nicht eine Toleranz eingehalten. Also, also ich habe jetzt echt 10 Minuten da rumgefriemelt, bis ich die blöde Hand da dran hatte. Und das Schwert ist so schwer von der Masse her. Wenn ich den jetzt hier ganz normal hin machen würde, den Arm, die Hand, die wird, das Gewicht packt die nicht, das Gelenk.
Den muss man dann schon echt mit zwei Händen das Schwert halten lassen, wenn man das so haben will. Und das finde ich jetzt, abgesehen von der Gewichtsgeschichte, die das ist halt so, ich habe mich das hier auch schon ausgeleiert mit meinen Versuchen, das darin zu drücken. Aber so schön das Schwert ist, das fand ich jetzt echt uncool, das da. Das muss ich ja ganz ehrlich mal jetzt leider sagen. Gut, das habe ich mich genug geärgert. Ist halt wieder ein Spezialfall, das hier. Genau wie die Ventus-Figur. Ich weiß nicht, was da momentan bei denen läuft. Gut. Dann lassen wir das Figürchen nochmal drehen, nachdem ich den neuen Stand aufgebaut habe, der hier auch wieder dabei ist, der neue, der auf die Ringarzt basiert, wie er dort ist, und der ist eigentlich sogar noch ganz gut, finde ich. Auch wenn er schwarz ist. Gut, also wie gesagt, wenn ihr die bestellt, ihr müsst echt vorsichtig sein. Also gut, bis zum nächsten Mal.